Hallo und willkommen zu Shadow of the Tomb Raider. Viel Spaß und Let's Play. Jonah, hörst du mich? Verdammt. Scheiße. Lara, alles okay? Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Beeil dich. Und somit herzlich willkommen zu Shadow of the Tomb Raider. Wir retten die Dame mal ganz kurz und danach kommen wir zum nächsten Gespräch. Wir wollen sie etwas länger erhalten, bevor ihr Bein noch abfällt. Gleich haben wir's. Bisschen Make-up. Gleich sind wir raus. Wenn ich es nicht sehen würde, würde ich denken, dass sie irgendwie ein Kind auf die Welt bringt. Oh, sieht ziemlich tief aus und ziemlich duster. Dieses bisschen Licht, das wird nicht so viel bringen. Aber irgendwie müssen wir hier wohl raus. Wir müssen aktiv werden. Keine Hinweise? Also einfach nur noch den Stick nach oben. Ah, etwas Licht. Tageslicht hoffe ich doch mal. Komm, Lara. Toughes Mädchen, du kommst da raus. Luft einhalten und Bauch einziehen. Ah, ist ziemlich weit weg. Nicht, dass irgendwelche Viecher hier lauern und uns aufmampfen wollen.
Nee, immer Glück gehabt. Nochmal davon gekommen. Ohne Hilfe. Wie des Öfteren. Wo sind wir denn eigentlich? Ja, erstmal verarzten. Ja, das war's schon. Wieder völlig intakt. Er nicht mehr. Oder sie, je nachdem. Wow. Die Grafik ist hier mal wieder blendend gelungen. Einfache Bewegung. Ja, das kriegen wir hin. Das ist so standardisierte Bewegung. Ich bin draußen. Sei vorsichtig. Der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen. Und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Sollten wir, werden wir auch. Überhang klettern. Drücken Sie den linken Stick nach vorne und drücken Sie X. Und hopp. Boah. Das hat sie doch mit links gemacht. Habe ich ihr übrigens beigebracht. Das ist ganz easy. Falls Interesse besteht, meldet euch mal. Zeige ich euch, wie es geht. Nee, nach oben wahrscheinlich. Ah ja. Diese Markierung auf diesem Berg zeigt so, wie man irgendwie wegklettern muss oder in welche Richtung man mal klettern muss. Überhangkanten. Dasselbe in grün, nur mit X nochmal. Ja. Na, ordentlich trainiert wohl. Saubere Leistung, Lara. Puh, jetzt ein Spaziergang. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Na, Jonas wurde wieder von einer Frau... Oh, was haben wir denn da? Die Erleuchtung. Sieht sehr wichtig aus. Oh. Oh, wie die Touristen. Na, gleich bei Holiday Check. Lara! Wow, sieh dir das mal an. Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Nur eine Schürfwunde. Das macht nichts. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Er verwischt hier seine Spuren. Shit, wir haben was aktiviert. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Komm jetzt! Hauptsache noch schnell Fotos machen. Die ganze Bude stürzt ein. Los, los! Unsere Frisur! Komm schon! Und? Wir mussten... Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch.
Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Fast mit dem letzten Knips sich selbst ausgeknipst. Ist ja nochmal gut gegangen. Ist er? Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum Rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus, aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Und dann lenken wir selber wieder. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Dominguez finden. Ah, da ist die Karte. Einsatzziel. Mehr haben wir nicht. Das bringt uns nicht wirklich weiter, um Dominguez zu finden. Wir werden einfach mal ein paar Leute hier anquatschen. Namen, Dame. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Tomó bastante. Ja, okay, dann ziehen wir mal weiter. Oh, der Junge weiß bestimmt was. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ja? Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Ah. Jonah, er ist am Tor. Sehen. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier.
wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ja. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Dann gehen wir mal auf die geheime Mission. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Platz da. Verzeihung. Genau. Ma'am. Wir sind nur hier, um etwas zu finden. Nicht Dominguez. Kurze Zeit beten. Und weiter geht's. In welche Richtung ist denn der gegangen? Ich sehe ihn nicht. Bestimmt da oben lang. Ah, sieht ziemlich verdächtig aus, dass er da lang gegangen ist. Platz da. Verdammt. Einmal außen rum. Den Weg völlig versperrt. Oh, hier. Jetzt können wir müssen die Leute verdrängen. Geht weg. Verzeihung. Jupp, Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Sind wir. Lara. Ja, du hast recht. Oh. Disculpe, Senorita. Mein Fehler. Genau. Männer haben immer Schuld. So. Nee. Man kann nichts auswählen. Darf ich mal kurz eine Flasche? Ich will mal dran nippen. Nicht. Wo ist denn der? Wir können aber auch nicht schneller gehen. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Sind wir aufgeflogen? Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Na, ob wir nicht jetzt in eine Falle tappen? Ah, das sieht sehr verdächtig aus, dass die schon uns längst bemerkt haben und uns nur weglocken wollen. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Hey, was macht ihr hier? Belästigt er dich? Moment. Nee. Ich kann hier keine knallen. Schade, aber auch. Achso, ich dachte, das wäre mein Telefon. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Da kennt sie noch Lara gar nicht. Haben die noch nie was von mir gehört? Oh. Na, besoffen. Oye, fuera de mi oficina. Wie bitte? Cierra la puerta al salir. Jawohl. Ist das wie ein Büro? Sie war ein ziemliches offenes Büro. Oh, da schreit jemand. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Ich hoffe, wir haben eine Machete dabei. Oh, das sieht doch ziemlich gut aus. Wir sind gleich am Ziel. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Einen anderen Weg in die Ausgrabung finden. Jetzt müssen wir die Kletterkünste von Lara austesten. Hier lang. So. Moment, da. Wände hochklettern. Da wollen wir mal. Wie so ein kleiner Affe. Und die Maske ist ab. Und der Rest. Mädchen, so wirst du doch erkannt. Hinter diesen Ruinen steckt mehr.
Da wollen wir das doch mal glatt rauskriegen, was dahinter steckt. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Kann ich nur zustimmen. Da wird jemand gefoltert. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte. Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Oh oh. Lautlos killen. Komm schon. Mach endlich. Warte, warte. Ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Glaubst du? Ich kann bezahlen. Voll durch den Hals. Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Ist der Tote noch hier? Eigentlich schon. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Oh, da leuchtet doch was. Nee, das war er schon. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Ein paar Sachen mitgenommen. Erfahrungspunkte und etc. Achso, noch zu erwähnen wäre, ich habe die Craft Edition geholt, also heißt, die ganzen Season Pass Elemente habe ich gleich mitgenommen. Es war gerade so im Angebot und hat sich gar nicht mal schlecht angehört. Von daher, rundum sorglos Paket. Alles was erscheint, erhalte ich somit. Weiß ich noch, ob wir das noch in andere Klamotten hineinschnüpfen können. Moment mal, hier ist hier gar nichts. Da ist auch nichts. Aber da vorne gab es gerade einen Hinweis, wo wir rüberklettern können. Und hepp. Wie so ein kleiner Affe hoppelt die hoch. Nicht schlecht. Ich kenne diese Figur. Das ist X-Chill, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chakchell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chakchell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Oh nö, da will ich nicht rein. Das ist es. Was? Der Eingang muss da unten sein. Excel. Ich muss da runter. Eine Darstellung der Mondgöttin. Lara, musst du dich immer solchen schwierigen Missionen begeben? Aber erstmal Truhe. Was haben wir da? Ressourcenkiste. Ah, Erfahrungspunkte gesammelt. 15. Jetzt sind wir um einiges schlauer. Oh, du Scheiße. Das haben wir mal geschafft. So, bisschen runter. Durch dieses ganzen Gewächs können wir nicht durchgehen. L2, L1, ne, L2, R2. Um abzuseilen. Okay, das müsste gehen. Und runter. Ja, fast runtergestürzt. So, dann rennen wir mal ein bisschen. Oder doch nicht. Schön balancieren, Mädel. Alles klar. Und hopp. Commander Rogue, sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Okay, damit sollten wir uns beeilen. Ja, sehr guter Sprung. Okay, war hoch. Wir müssen eigentlich runter. Und abseilen. Und... Nee, noch zu hoch. Da. Wenn der Endpunkt kommt... Fast hätten wir ein Bad genommen. Die Seife hätten wir auch noch vergessen. Ich glaube, wir müssen trotzdem darüber springen. Da.
Und hab... Oh, gut. Wird ja immer brenzlicher. Und drehen und drehen und drehen. Und da hoch. Hep. Wände hochklettern. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Ja, Moment. Gleich haben wir's. Und runter, runter, runter. Abseilen. Und nach rechts ein bisschen wahrscheinlich. Scheiße. Oh, Backe. Habe ich dich zu weit abgeseilt? Nach rechts, komm. Ja. Ich schaff das. Oh, oh. Ich hätte mir das nicht zugetraut. Ah, da unten ist der Eingang. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Abseilen. Ich hoffe, wir machen das Richtige. Können wir uns schwingen? Ja, kommt wie gerufen, der Hinweis. Als ob ich dieses Spiel entwickelt hätte. Los, schwingen. Und... etwas mehr. Gleich wird mir schlecht. Und jetzt. Oder jetzt. Und jetzt. Das ist es. Puh. Nochmal davon gekommen. Dann gehen wir mal rein. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Oh, was sind das? Pilze? Ihh, bestimmt giftig. Ach, sie ist das trotzdem. Dickröhling, Pilz mit brauner Kappe und dickem Stamm, verbessert die Ausdauer. Oh, sehr gut. Bald werden wir die Unbesiegbare. Jetzt wird's spannend. Spannungsmusik. Die steht anscheinend sonst unter Wasser. Ja. So, wir haben uns unten rum gewaschen. Wir sind schon mal wieder sauber. Der Oberbereich ist noch ein bisschen schmutzig. Da, was steht da? Mit dem Seil ziehen. Achso, das war der falsche Knopf. Ziehen Sie mit L2 und schießen Sie mit R2. Ah, sehr cool. Nicht schlecht. Die hat ziemlich viel auf dem Kasten. Von dir kann ich noch was lernen. Herz der Schlange, Mom. Darstellung in einer Reise der Maya. Dann wollen wir mal durch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.